Jetzt? Also jetzt, jetzt oder jetzt gleich jetzt? Vor 5 Sekunden. Also ist schon jetzt dran jetzt? Ja. Herzlich willkommen, Freunde der Nassrasur. Wie versprochen, der dritte Teil mit dem Axel. Grüß dich, Axel. Ist schon seltsam, sich 5-mal am Tag zu begrüßen. Nochmal, René, ja. Hallo. Schön, dass du da bist. Axel hat sich bereit erklärt, also wir sind jetzt im Wohnzimmer umgezogen. Und er wollte uns noch seinen Werdegang, seine Geschichte so ein bisschen, erzählen. Und wie viel Zeit sagen, hast du? Wie viel Akku haben wir noch? Nein, wie viel Zeit hast du? Ah ja, ach so, Akku, ja, ja, gut, okay. Ja, ich würde sagen, leg doch einfach mal los. Wo hast du denn, wo hat denn dein Weg zu deinem jetzigen Heimkino hingeführt? Also wie kamst du denn dazu? Womit hast du denn angefangen? Was hast du erlebt? Über wen bist du gestolpert? Also das Ganze fing natürlich wie bei vielen kurz, üblich. Ich hole mal gerade dein Mikro da, sonst haben wir das nämlich gleich. So, genau. Ja. Fing wie üblich wie bei vielen jetzt auch. Jetzt ist halt wieder runtergerutscht. Moment. Wir schneiden das nicht raus, also keine Angst. Mit Stereo fing das dann an. Meine erste Stereoanlage bestand aus einem Dualplattenspieler, den mein Vater mir geschenkt hat, und 2 Radios. Mhm. Ja, 2 Radios deswegen, weil der Dualplattenspieler hatte einen Stereoausgang und ich hatte keinen Stereoverstärker. Also habe ich die Ausgänge für die jeweiligen Kanäle an das andere Radio immer angeschlossen, habe beide Radios angemacht und das war meine erste Stereoanlage. Ach so, okay. Da war ich 12, 13. Oh, so der König. So. Ja, ja, ganz richtig. Später kam dann ein Dual-Stereoverstärker dazu. Das war, glaube ich, der Dual 121. Der hatte so Schieberegler. Und dann später bessere Sachen, Stereoanlagen. Ne? Ich bin dann irgendwann mal über Technik gestolpert. Ich hatte dann den Dual 701. Ich hatte immer eine gewisse Affinität zu Dualgeräten. Und bin dann irgendwann mal über die Serie 20 von NAD gestolpert. Für mich immer noch der beste Vollverstärker, den es damals gegeben hat. Das war mal 30 Watt oder so, da war nicht so viel. Wie hieß der, sagst du? NAD 2020, das ist aus der Serie 20. Ist oder? Das nicht auch der, ist da aus der Serie auch der 3020, über den der Snake Oil Audio immer redet? Heißt der nicht so? Wir reden aber hier über 30, 35 Jahre Unterschied. Ne? Also wo ich jetzt bin, ist so bei den 80er Jahren. Ja, ja, der redet ja aber auch immer von den vergangenen Tagen. Also es gab auch eine 30er Serie von NRD und es gab von der 20er Serie gab es Nachfolgegeräte, die meines Erachtens aber nicht gut waren. Ah, okay. Meine ersten Lautsprecher waren Pappröhren. Da gab es in den Ende der 70er gab es diese Charlie L, nannten die sich. Das war ein Bausatz. Das war ein 30 cm durchmessender Pappröhre mit irgendwie Watte drin, oben drauf, nach oben strahlend der Subwoofer, also der Basslautsprecher, okay. Und oben so eine kleine Einheit Hoch- und Mittelton. Mhm. Klangen sensationell gut und kosteten damals, weiß ich, 400 Mark das Paar. Das war so die Größenordnung. Okay. Ich bin dann später über Rogers auf englische Lautsprecher umgeschwenkt. Da hatte ich in der Familie jemanden, der ein ganz großer Fan von der englischen Lautsprecher, der auch in der HiFi-Szene bewandert ist, mhm. Der später bei Tannoy angefangen hat. Da kam meine Affinität zu Tannoy. Meine erste Heimkinoanlage war, als meine Frau und ich noch in Leverkusen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnten, war ein Tannoy. 5.1 System. Ich kenne die Bezeichnung nicht mehr. Okay. Habe ich unten im Keller stehen übrigens. Ach, ne? Ja, die habe ich noch. Cool. Genau. Funktioniert auch noch. Und da hatte ich 2 Surround-Lautsprecher oben an der Decke gehabt. Und dann, das waren so kleine Satelliten waren das und so, ja, so groß, ein Subwoofer. Das war meine erste Heimkinoanlage. Auf einem 37 Zoll LED-Fernseher. Na, immerhin schon, ne? Ja, genau. Ich bin aber immer auch über meinen Schwager, der hatte mal einen Beamer bei sich zu Hause, so eine Kanone mit den 3 Röhren. Da bin ich das erste Mal. Andreas, sie hatte. Ja, da bin ich das erste Mal mit so einer Großbildleinwand in Verbindung gekommen und in Berührung gekommen. Und seitdem hat mich das auch irgendwie gefasst. Also Sound war das eine, aber das große Bild wollte ich noch haben.
irgendwann haben meine Frau und ich beschlossen, dass wir uns ein Haus mieten. Wir wollten aufs Land ziehen. Wir haben zu der Zeit in Leverkusen gewohnt, wollten aufs Land ziehen. Und das fing auch gerade ungefähr zeitgleich damit an, dass ich in den Ruhestand gehen konnte. Und dann haben wir uns ein Haus gemietet. Und als ich mit dem Eigentümer durch das Haus gelaufen bin, oder wir mit dem Eigentümer durch das Haus gelaufen sind, da standen wir unten in einem großen Raum im Keller. Und da habe ich zu dem gesagt, also ich träume immer von einem eigenen Heimkino. Da meinte er, Moment, griff nach oben an die Decke und zog eine Leinwand runter. Geil. Da hing da eine 2,70 Meter Rollo-Leinwand. Keine Motorleinwand, sondern Rollo. Ja, ja. Da war klar, das wird mein Kino. Ja, cool. Und da habe ich mein allererstes Kino gebaut. Ist das das Kino, was wir eben unten auf den Bildern gesehen haben? Was du auf den Bildern gesehen hast, ja. Die Urfassung bestand noch aus einer alten, riesigen Couch, ungefähr so groß wie die, wo der Benny jetzt drauf sitzt. Das war meine Kinosessel. Mhm. Ich habe über unseren Vermieter, bin ich an einen Optoma HD30 Beamer gekommen. Der war nicht schlecht. Ein schönes Bild gemacht. Den hast du ja in einem anderen Video schon erwähnt. Ne? Genau, hatte auch 3D und alles. Und ich hatte mir eine Teufel System 5 Select 2 gekauft. Das war eine 5.1 Anlage mit zwei Dipol-Lautsprechern und zwei riesigen Subwoofern, Downfire-Subwoofern. Das Ding hat richtig Qualm gemacht und hat auch gedröhnt ohne Ende. Für mich war das mein erstes. Ja, die Anfänge waren halt cool. Ja. Das war mein erstes Kino. Und dann fing ich auch an und zu sagen, jetzt will ich das Ganze auch schön haben. Die Wände sind schwarz gestrichen worden. Und ich habe da ein bisschen was mit LED-Lampen an der Decke gemacht. Ich habe an der Decke Atmos-Lautsprecher eingebaut, weil ich war nämlich kurz vorher bei Grobi TV in seinem alten Ladenlokal in Karst. Und da habe ich zum ersten Mal Atmos erlebt. Mhm. Und zwar Transformers 3 in Englisch. Der ist da gerade rausgekommen. Genau. Und da wusste ich, ich will 3D-Sound haben. Mhm. Ne? Und eigentlich war es mir relativ egal, ob Atmos oder Auro, weil ich beides nicht kannte. Und beides hörte sich gut an. Der hatte ja beides da. Allerdings hatte er einen Auro-Verstärker, der kostete damals 18.000 Euro. Das war mir, fand ich, ein bisschen heftig. Und dann kam Ende 2014 Onkyo mit einem TX NR 3030 raus. Das war der, auch unten gesehen habt. Ja, genau. Und das ist der erste Atmos-Lautsprecher, der Atmos-Verstärker, AV-Receiver, der, sagen wir mal, fürs breite Publikum auf dem Markt gab. Es gab vorher schon, aber das waren meistens so Nischengeräte, die sich irre teuer waren. Und so habe ich mir mein Atmos-System dort in dem Kino aufgebaut. Ich hatte dort dann bei Grobi auch die Leinwand gekauft. Das war die große Leinwand, die ich jetzt unten im Kino habe. Und den Sony Beamer. Mhm. Den gab es damals im Bundle mit einer PS4. Wo ich natürlich dann auch ein Playset mir dazu kaufen musste, weil ich wollte noch zocken, habe ich aber mittlerweile alles nicht mehr. Jedenfalls habe ich dieses Kino gebaut und wovon ich keine Ahnung hatte, war Raumakustik. Mhm. Also was ich gemacht habe, das Kino war rundherum mit Vorhängen, mit Molton-Vorhängen behangen und ich hatte hinter den Lautsprechern, hatte ich an der Wand Eichsformplatten. Die hatte ich mir damals geholt. Das war dann meine Raumakustik. Schön anzusehen, mit einem roten Teppich und so. Und ich habe mir dann später auch dann Kinosessel, so Ledersessel geholt und so. Das war mein erstes echtes Heimkino. Damit konnte ich Freunde und so alles beeindrucken. Ich hatte auch sogar schon mal, wie sagtest du, die Konkurrenz im Hause. Genau. Und mein Kino war auch mal als Heimkino des Monats auch mal in einer Zeitschrift drin. Und dann das war ein Glücksfall für mich, muss ich wirklich sagen, ist der Holger Franz auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Und der kam auch mal bei mir vorbei. Hoher Besuch? Ja, damals war der noch nicht im Heimkino. Ich glaube, da gab es die Verbindung mit Grobi auch noch gar nicht zu der Zeit. Ja, das war vor der Zeit. Ja. Ne? Aber er kannte sich eben gut mit Kinos aus. Und das erste, was der gemacht hat, hat erstmal gesagt, jetzt machen wir erstmal die Vorhänge weg. Und zack, klang das ganze Kino. Und dann hat er mir was von Breitband absaubern und hat mir auch erzählt, wie ich die Rückwand dämmen sollte. 60 cm tief, ne? Wie man das heute bei einem SBA macht. Da hat sich das leider ergeben, dass wir dann ausziehen mussten aus dem Haus.
aus verschiedenen Gründen und sind dann in dieses Haus gezogen. Ganz kurz ja. nur für unsere Zuschauer. Ja. Willst du mal kurz erzählen, was das Problem mit dem Mollton war? Also kannst du erklären, warum, ja. was das Problem ja. mit dem Zeug ist? Also Mollton hat den Nachteil, dass es Hochton dämpft. Und zwar sehr stark. Es kommt immer darauf an, wie viel man drin hat. Ich habe unten in meinem Kino ist auch ein bisschen Mollton drin, mhm. rechts, links neben der Leinwand. Das schadet nicht. Wenn du aber rundherum Vorhänge mit Mollton machst, klingt das Kino dumpf. Und das war sofort ein Unterschied, als er die Vorhänge mal weggeschoben hat. Es klang einfach freier, viel luftiger. Ja. Es war immer noch nicht gut. Dafür fehlt mir einfach jede Menge akustische Maßnahmen, das muss man sagen. Ja. Ich muss dazu sagen, meine Bässe habe ich dann nochmal gezähmt mit einem Antimode 2. Mhm. Hatte ich damals auch in einem Grobi-Video gesehen. Und das war auch schon sehr hilfreich, das Gerät. Aber ich bin dann auch recht früh darauf hingewiesen worden, versucht, mach doch mal ein DBA. Der Raum gab das her. Mhm. Jetzt, als wir in dieses Haus gezogen sind, war klar, ich baue mir ein DBA. Ja, und dann habe ich im Prinzip auch hier wieder mit Fehlerquellen, man lernt ja mit der Zeit auch, ne? Also ein DBA aufgebaut. Ich hatte mir dann zwischenzeitlich die Teufel durch die Tannoy-Lautsprecher ersetzt. Die Anlage selbst ist immer noch die alte. Ich bin heute noch sehr zufrieden mit dem Verstärker. Ich höre grundsätzlich nur nativ. Mhm. Ich benutze keine Upscaler. Und bin also, was Atmos-Sound betrifft, in meinem Kino eigentlich recht zufrieden. Ja. Es geht immer mehr, das weiß ich. Das haben wir auch gerade heute bei deinem Besuch auch nochmal gemerkt. Das war mir aber vorher klar, dass sowas ja, auch kommen kann. Natürlich. Und, aber es ist... Einfach, ich habe damit mein Hobby gefunden. Vielleicht noch eins, was das Haus betrifft. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Dieses Haus haben wir zur Miete. Mhm. Das ist kein gekauftes Haus. Das heißt, wir mussten auch ein bisschen mal mit der Einrichtung, mit dem Aufbau darauf achten, dass sich das auch mal wieder rückgängig machen lässt im Zweifel. Wir haben damals das Haus gemietet, meine Frau und ich, dass wir beide unsere Hobbys ausleben können. Ich habe unten mein Kino, mein Reich. Meine Frau hat, man kann es hier sehen, ihr Hobby. Sie malt nämlich sehr gerne. Und wir haben mittlerweile das ganze Haus hier. Ihr habt den Joker im Treppenabgang gesehen. Genau, wir machen gesehen. Gleich noch ein paar Bilder, dann ja. schneide ich euch die noch so, rein. So leben wir beide hier, unser Hobby. Meins ist Heimkino. Und ich bin zwar mit dem Umbau jetzt fast fertig. Und ich sag mir so mit Mitte 60, dann überlegt man sich gut, ob man und wann man nochmal umbaut. Man lernt ja immer weiter. Aber ich denke, baut nie wieder um. Nein, ich werde mir mit Sicherheit keine, auch wenn ich vorhin was anderes gesagt habe, keine MLV-Lautsprecher in meinen Keller stellen. Da ist der einfach zu klein für. Du fandst ja auch die Leinwand schon schwer. Der MLV ist ja nichts für dich. Ja, genau. Ja, also das ist also wirklich in sehr kurzer Fassung. Ja, ich bin stolz auf dich. Mein Werdegang. Ein Teil meines alten HiFi-Lebens habe ich noch hier. Da steht noch ein Torrens TD-160, den ich vor 35 Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen habe von meinen Kumpels und der heute noch spielt. Wo ich auch ganz stolz auf. Hast du die eben erwähnt, die Tannoys, die jetzt hier stehen? Rechts und links, ja, das sind Tannoys DC-10T. Mhm. Das sind eigentlich schon Lautsprecher aus dem High-End-Sektor. Die habe ich. Ja, doch, also das sind schon, damit ihr das mal seht, das ist auch ein. Ach, haben auch wieder den bekannten Koax-Treiber. Der hat auch den bekannten Koax-Treiber. Unten ist der. Ist der. Bass-Lautsprecher. Ich würde dir jetzt helfen, aber ich darf dir in den Wort fallen, habe ich im Forum gehört. Echt jetzt? Ja, ja, ich wurde beschimpft. Ja. Ja, gut. Ich würde die Leute nicht ausreden lassen. Aber deswegen kann ich ja doch nicht helfen, wenn du auf irgendwas nicht kommst. Das ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Ja. Die Abdeckung ist Neodym-Magneten gemacht und hängt immer an derselben Stelle. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Das ist ein toller Lautsprecher, muss man wirklich sagen. Und das habe ich doch hier stehen, weil da zeige ich auch mal. Wieder auf was, Benjamin. Ja, ich bin dabei. Ah, okay. Wo ich ganz stolz drauf bin, das ist die erste Langspielplatte, die ich mir gekauft habe. 1975. Okay. Ne? Hast du die so drauf oder soll ich dir die näher bringen? Ja, mach mal, ich bin gerade beschäftigt. Oder lass Axel das machen. Der, ja. der Hund hat aufgehört zu bellen, dafür lässt er sich jetzt streicheln. Ja. Ja, wir haben dich erwischt. Brauchst gar nicht so zu tun. Die habe ich dann in meinem, da war es noch in meinem Jugendzimmer, da habe ich noch keine eigene Wohnung gehabt.
Da habe ich den mal nachts im Radio gehört, abends haben die nicht komplett gespielt. Ich bin direkt am nächsten Tag im Plattenladen okay. von meinem Taschengeld. Ja, damals konnte man noch in den Laden gehen, heute wird ja schon wieder schwierig. Ne? Ja, naja, aber damals hat so eine Langspielplatte auch 10 Mark gekostet, ne? oder 12 Mark. Komm, setz dich. Ich weiß gar nicht mehr, was die kostet. Komm zu mir. Aber ich bin immer ganz stolz darauf, dass ich meine erste Schallplatte habe. Die knistert ein bisschen, das ist ganz klar. Ich habe die Platten nie so pfleglich behandelt, wie ich das heute tue. Ne, aber man kann sie immer noch hören. Und wenn ich ein bisschen was auf einen Nostalgietrip bin, dann schmeiße ich auch den Plattenspieler cool. nochmal an. Ja. Du hast uns jetzt deine Geschichte erzählt. War nicht super interessant, aber eine Frage hätte ich. Ja, klar. Du sagst, du hattest vorher das Teufelsystem und hast dann, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auf das Tannoy-System gewechselt. Ja. Wie würdest du den Sprung denn bezeichnen? Ja, also... Weil wir reden ja hier von Lautsprecher auf Lautsprecher. Ja, ne? Ganz richtig. Also das war brutal. Das merkst du sofort. Erstmal, ich fand die Teufel gar nicht schlecht. Also nicht falsch verstehen. Nee, darum geht doch gar nicht. Preis-Leistungstechnisch sind die schon okay, ne? Aber die Tannoys haben einen anderen Wirkungsgrad. Die sind also bei gleicher Verstärkung, Verstärkerleistung sinngemäß, ganz so stimmt es nicht. Ja. Viel lauter, viel dynamischer. Also es war, als hätte ich, als wäre hier so ein Kammerquartett gegenüber einem Sinfonieorchester. Das ist ein okay. blöder Vergleich. Ne? Ja, aber kam schon richtig wuchtig rüber. Ja, ist doch super. Ne? Und für mich war auch von vornherein klar, als ich dann hier in dieses Haus gezogen bin, dass ich mir die auch nochmal die Tannoys hole. Allerdings hätten die Zwölfer da in die Ecke nicht reingepasst. Die wären zu groß gewesen. Du hast ja gesehen, was das für Kisten sind, ne? Aber die hast du nicht von dem anderen Kino mit hier hingeholt, oder wie? Die großen, ja. Ich habe nur für hinten, für die Surround. Ich hatte vorher noch die Teufel hinten gehabt. Ach so, ja, ja. Also die Front hattest du schon? Die Front hatte ich schon, dann aber genau. Teufel komplett ausgesperrt und hast dann hinten die Nummer kleiner genau. geholt. Genau, die okay. Subwoofer hat jetzt mein Schwager, der mir die Tannoys verkauft hat. ja, okay. sagte, die machen sehr guten Bass. Ne, wenn die vernünftig positioniert ja. sind, wenn die gezähmt sind und sagt er, für mein Wohnzimmer reicht das vollkommen aus. Ne? Er ist nicht so der Heimkino-Freak, er ist sehr kompetent und für mich auch die Kompetenz überhaupt in Hi-Fi und Stereo. Ne? Bin ich ja nicht. Nee. Nee. übrigens, das Teufelsystem, von dem er redet, also das oder ein ähnliches, werdet ihr auch bald im Video sehen, wenn wir Bennys Anlage dann vorstellen. Wir haben nämlich jetzt den Subwoofer, die Lautsprecher und auch den Verstärker zusammen. Das ist nämlich genau das. Das ist dieses System 5, also mit dem, wie heißt es, FCR, heißt die so? Ja, 550. 500 FCR. Und du hattest die Dipole. Ich hatte drei FCR für vorne. Und für hinten die zwei Dipole. Das sind die okay. F500D, nennen die sich. Ja, das ist schon klar. Dipole, sowas verschaffen wir. Ich hatte später sogar vier Dipole, weil ich daraus ein 7.1-System gemacht habe. Also okay. nochmal, völliger Unkenntnis ne, über Raumakustik und wie auch immer. Aber ich war damals zufrieden. Das hat mir damals gut gefallen. Ah, Dipole, ich weiß, gibt es die überhaupt noch? Also baut ja heute eigentlich kein Mensch ein. Ne? Heute wünsche ich, ich hätte die noch. Ja, wieso? Weil ich mir dann da unten ein 7.1-System gemacht hätte. Dann hätte ich das Problem mit der Tür nicht. Ach so. Ja. Wobei die Dipole ja eigentlich eher dafür sind, wenn du wirklich nah dran sitzt, dass du halt nicht so nah am, also dass die halt so ein bisschen räumlicher spielen, dadurch, dass sie halt den Schall nicht direkt richten. Aber in einem extra so Heimkino ist das eigentlich nicht so. Hat sich eh erledigt. Auch die kriegst du auf dem Gebrauchtsektor nur sehr schlecht. Gerade die 500er. Warum, weiß ich auch nicht. Die 600er schon mal eher. Ist doch so? Ja, ist so. Okay. Na, jedenfalls werden wir euch das in den nächsten Videos dann mal zeigen. Ich habe alles zusammen, dann stellen wir euch das mal vor. Mhm. Möchtest du noch irgendwann erzählen? Bist du soweit durch? Ja, eigentlich nicht, ich bin durch. Er ist durch, durch. Dann sind wir auch durch. Durch und durch, durch. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, wenn wir euch auch mal besuchen sollen. Nehmt einfach mit uns Kontakt auf, zur Not einfach über die Kommentare oder halt guck mal bei Facebook oder über das Forum. E-Mail ist auch zu finden. Bewerbt euch einfach, egal wie toll ihr euer Kino jetzt selber bewerten würdet, weil auch kleinere Anlagen oder Installationen sind halt für viele auch interessant, weil auch A, nicht jeder einen eigenen Raum zur Verfügung hat dafür und halt auch vielleicht das halbe Haus abreißen will, nur für ein Kino zu bauen. Deswegen sind auch Wohnzimmerinstallationen durchaus mal denkbar. Seid nur nicht enttäuscht, wenn es jetzt nicht direkt klappt. Wir müssen halt gucken, wie es entfernungstechnisch ist und auch in den Zeitplan passen.
Aber bewerben könnt ihr euch. Am besten mit 2, 3 Bildern, das schadet nicht. Und dann gucken wir einfach weiter. Nur wie gesagt, seid nicht böse, wenn dann aber nicht klappt. Wir müssen dann halt schon ein bisschen filtern, was ist jetzt was für uns und was erstmal nicht. Dann, Axel, bedanke ich mich, dass du uns nochmal deine Geschichte erzählt hast. Oder ja. Beziehungsweise nochmal Zeit für uns hattest. Schön, dass ihr da wart. Ja. Ja, gerne, gerne. Hat uns gefreut. War ein schöner Tag. Auch danke für das Frühstück übrigens. Wir wurden ja auch natürlich fürstlich bewirtet. Man tut, was man kann. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ja, ciao. Ich mach jetzt aus. Ich kann nicht mehr grinsen. Genau. Ja, aber das ist doch sozusagen eine Punktlandung, ne? Was haben wir denn? 3 Uhr oder was? 3 Uhr. Ja, ich sag ja, wir machen jetzt Schluss mit gucken. Nee, wir müssen jetzt tatsächlich gucken, ob wir auf die Bahn kommen, weil es schon echt spät geworden ist.